Du hast mal irgendwo erzählt, dass du Politiker, also dadurch, dass du natürlich einmal quer über die ganze Wiese mähst mit der Sense, meidest du den Kontakt zu Politikern? Na, also so weit würde ich nicht gehen, aber es war eine Zeit lang so, als ich noch in Berlin gewohnt habe, die ersten 2, 3 Jahre Heute-Show habe ich noch in Berlin gewohnt und habe dann in dem Flieger nach Köln sehr oft die Leute getroffen, über die ich ein paar Tage vorher gesprochen hatte. Und da kam nicht so viel Liebe zurück, muss ich sagen. Deswegen habe ich etwas Distanz geschaffen. Ja. Die Hauptstadt ist weiterhin Berlin, aber ich wohne in der Hauptstadt der Herzen Bonn. Und die Sendung wird in Köln produziert. Wir haben ja ab und zu auch mal Politiker da. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Du hast ja auch schon sicherlich mit welchen gesprochen. Also man hat erstens einen Respekt vor dem Arbeitspensum. Der Respekt ist bei manchen, finde ich, etwas verloren gegangen in letzter Zeit. Das tut mir auch leid. Und man findet dann auch Leute nett, bei denen man nicht damit gerechnet hätte. Das ist Beispiel? Jeder von uns hat halt so sein klassisches Kameragehabe und Gesicht und auch eine gewisse Tonalität. Und wenn die Kamera weg ist, redet man doch oft anders. Und bei Politikern ist der Unterschied extremer. Ja. Also zum Beispiel Christian Lindner hat ja immer die gleiche Sprachmelodie, ne? Also wenn man Ja. darauf achtet. Und das ist alles druckreif, das ist alles perfekt formuliert, aber es wirkt natürlich auch nicht wahnsinnig menschlich oder authentisch. So, wenn du den dabei hinter der Bühne triffst, redet der halt total normal. Und dann sagst du: Mensch, Herr Lindner, hätten Sie nicht auch mal Lust, also als ich ihn das erste Mal in Bonn bei einer Veranstaltung traf, in die Heute-Show zu kommen: Nee, was habe ich Ihnen davon, sagt er. Ihr habt dann... Ernsthaft? Ja, genau. Und dann habe ich so drüber nachgedacht: Stimmt, er hat gar nichts davon. Und dann... Aber ist Christian Lindner, oder anders gefragt, ist das indiskret zu fragen, ist das mit der Haartransplantation gut gemacht? Also Christian Lindner hat, es war ein Abend in Bonn, den ich moderiert habe, und Christian Lindner war einer der Gäste, und er kam dann irgendwann noch auf die Bühne und machte Witze über meine Haare. Über deine? Über meine Haare, also dass meine Haare ja immer weiter zurückgehen würden. Und habe gesagt: Herr Lindner, ich hätte das alles überhaupt nicht angesprochen, aber Sie zwingen mich nun. Und so kamen wir eben aufs Transplantieren zu sprechen. Was Und sagt er? da hat sehr souverän reagiert. Er würde mir gerne die Telefonnummer von dem, damit ich eines Tages aussehen könnte wie er. Die Transplantation muss richtig übel sein. Ja. Das dürfen wir ja vielleicht verraten. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, werden wir uns erstmal immer obligatorisch austauschen, ob es einer von uns schon hinter sich gebracht hat. Aber du Ja. hast ja die Mütze, und ich bin erst vor kurzem von einem Zuschauer gefragt worden. Ich lasse die Leute auch immer vor der Sendung Ja, ich kann ja Fragen Mütze. stellen. Ja. Das ist top. Ja. Das ist top. Das hat auch Gründe. Ja, ist top. Ich habe neulich gemerkt, ich muss das gar nicht machen lassen für das viele Geld, weil mich hat neulich ein Zuschauer aus dem heutigen Publikum gefragt, ob das hier ein Toupet wäre. Das ist... Da habe ich wirklich nur zurückgefragt, wer würde dafür Geld bezahlen, weil es ist... Vor allem, weißt du, wofür ich Angst hätte? Also angenommen, ich hätte wieder meine alte Popper-Frisur zurück. Ich mache ja manchmal noch diese Bewegung, weil ich früher diesen Seitenscheitel als Popper in den 80er hatte, mache ich heute immer noch so. Obwohl da gar nichts mehr ist, weißt du? Das Phantomscheitel. Ich mache immer noch Haarlack drauf und kriege dann 2 Wochen die Mütze nicht ab. Das, so, ist immer, weil es einfach auch besser aussieht.